Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Herausforderung. Dieses Mal geht es in der Runde Thaddäus gegen einen Priester. Und dafür bekommen wir den dunklen Kultisten als Belobung. Oder als Belohnung, so muss man sagen. Und ich bin sehr gespannt, wie unser Kartendeck aussieht und was wir bekommen. Thaddäus war der mit dem Umdrehen. Und ja, wenn wir uns da ein bisschen anstrengen und gucken, dass unsere Diener ein bisschen ausgeglichen sind, dann sollte das eigentlich recht gut gehen. Ein nerubisches Ei ist natürlich perfekt. Einfach und alleine, weil das Umdrehen wird es ausgelöst. Und der 4-4er ist natürlich dann auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wie wir es rausholen können. So, ich spiele als erstes hier einen kleinen Zombie. Klar, wir werden sicherlich keine 5 Schaden irgendwie drauf auf ihn drauf machen. Ich hoffe natürlich immer noch das Beste. Und wir schauen einfach mal, was wir hinbekommen. So, wir bekommen einen Krabbler. Der kann natürlich gleich in der ersten Runde hier schön ein bisschen was kaputt machen. Deswegen, soll ich ihn verdoppeln vielleicht? Dann hätten wir da ein bisschen Ruhe, weil er dann einfach seine 4 Leben drauf hat. Und Thaddäus kann dann nichts direkt dagegen machen. Aber ich glaube... Oder das Ei. Ich glaube, ich gehe auf Nummer sicher. Und probiere das Ganze hier halt eben über eine Verdopplung hinzukriegen. Gut, er geht drauf, kann nichts machen. Und hat jetzt genügend Einser da liegen. Allerdings können wir jetzt natürlich das hier Ganze hier hochheilen. Was wir auch entsprechend. Oder wir spielen einen Tank, aber dann wird er ihn beim nächsten Runde wahrscheinlich weghauen. Deswegen laufen wir wahrscheinlich besser, wenn wir hier das Ganze auf. Die Heilung gehen ihm direkt ins Gesicht und er dreht wieder um und macht jetzt natürlich hier einen Gewittersturm. Ah, das ist natürlich schade, damit ist es weg, er wird hochgeheilt und steht auf 28. Das ist natürlich sehr schade. So, aber wir haben hier einen Tank, den wir uns komplett noch absichern, indem wir aus ihm einen 8-8er machen. Er hat ja bei sich nur 4 Schaden liegen, das heißt, das sollte eigentlich reichen, selbst wenn er jetzt umdreht. Er hat immer noch zu wenig Schaden da liegen. Geht uns jetzt natürlich komplett ins Gesicht. Der Tank federt alles ab. Und steht bei 4. Perfekt, da kommt auch schon eine Lichtbrut. Die können wir sehr, sehr gut gebrauchen eigentlich. Allerdings noch nicht diese Runde, weil ich ihn entsprechend hochheilen muss, wenn er sich wieder umdreht. Dafür kann ich ihm jetzt hier auch schöne 8 Schaden direkt ins Gesicht mitgeben. So, er dreht wieder um. Unser Ei wird ausgelöst und hier kommt schon ein neuer Tank, den wir hier haben. Gut, den 5er Schaden können wir nehmen. Wir haben hier einen 6er. Allerdings kommt da ja nochmal ein neuer Tank raus. Das heißt, wenn wir den haben wollen, muss ich ihn hochheilen. Ja, schon. So ist es, glaube ich, am besten. Die 3 Leben da nochmal extra drauf. Er ist weg. Hier nochmal ein extra Tank. Da haben wir eins drauf. Und wir haben die Runde beendet. So. Er dreht wieder um. Alle von uns sind da. Jetzt kommen die Schemen von Naxxramas. Und wir haben wunderschöne 12, 15 Schaden da liegen. Also mit ein bisschen Glück haben wir leider kein Glück. Ich spiele nochmal eine extra Lichtbrut. Oder spielen wir, Lichtbrut ist glaube ich besser. So, einmal hier. Damit gehen wir alles direkt ins Gesicht. Er wird jetzt hoffentlich nicht abräumen können. Und wir könnten auch noch mal hier einen extra Tank, aber dreht eh um, das heißt, es bringt nichts, weil dann wäre es ein 8-2. Das heißt, wir hätten die Heldenfähigkeit komplett gegen uns. Er probiert alles wegzumachen, jetzt auch mit Gewittersturm. Kriegt allerdings nur einen entsprechend weg. Geht hier noch auf unseren Tank los, muss beide dafür aufkommen.
Und wir haben 8 Schaden drin liegen. Er hat 5, also reicht perfekt. Das heißt, wir können noch ein bisschen mit ihm rumspielen, wenn wir Lust haben. Wir können uns den hier noch herholen. Unten noch ein Ei legen, hier noch ein bisschen heilen. Und dann können wir ihn eigentlich direkt hier umhauen. Einmal. Und ja, komm, das Ei hauen wir auch noch drauf. Und die Runde ist erledigt. Also, deswegen liebe ich einfach Herausforderungen. Die sind schnell und einfach. Und ja, ihr solltet kein großes Problem haben. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Like. Wenn nicht, dann gebt noch entsprechende Kommentare. Ich freue mich jetzt hier auf die neue Karte, den dunklen Kultisten. Ist eine nette Karte. Ich weiß noch nicht, ob sie so viel bringt jetzt im normalen Meta. Aber wenn euch die anderen Folgen noch interessieren, dann findet ihr sie hier direkt in einer Auflistung. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns jetzt gleich zu den nächsten Folgen. Und zwar jetzt geht's weiter an die Heroes. Ich danke euch und bis dann. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Fluch von Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer.